Nach dem 600L schaue ich mir jetzt noch den 630 an. Der ist natürlich dementsprechend so plus minus 30 cm länger. Da verspreche ich mir dann doch ein bisschen mehr Platz in der Küche und Bad. Wie alle Fahrzeuge bei Vantura gibt es auch diesen hier, entweder auf Peugeot oder auf Fiat Chassis. Ja, wie ich schon fast erwartet habe, die 30 cm mehr, die dieses Fahrzeug hat, gehen zum Teil in die Küche. Der Küchenblock ist größer, wir haben hier unten deutlich mehr Stauraum, mehr Schubladen. Auch im Kochbereich ist es nicht ganz so eng wie im 600L und das käme mir persönlich schon eher entgegen. Der Kühlschrank hat eigentlich eine gute Größe. Nur Eisfan sollte man nicht sein, denn das Eisfach ist sehr überschaubar klein. Ich stehe hier jetzt im Raumbad und ich muss sagen, ich kann hier stehen und filmen, das heißt schon was. Das heißt, ich kann meinen Arm komplett ausstrecken, um die Kamera wegzuhalten. Gut Platz, Fenster ist mit an Bord, Waschbecken auch erreichbar, Toilette hat man auch gut Platz, ordentliche Halterung für die Dusche ist dabei. Sehr gut. Allerdings, wenn einer am Duschen ist oder im Badezimmer ist, kommt man nicht an das kühle Bier im Kühlschrank, weil der Kühlschrank ist dann ordentlich blockiert. Das Raumbad ist halt wie so häufig mittig angebracht und blockiert in dem Fall den Kühlschrank. Im Heck ist genug Platz, die Betten sind Längsbetten mit ausreichend Platz für Leute, die 1,80 plus minus sind. Die hinteren Schränke sind zweistöckig wiederum, das sieht man auch nicht so häufig. Die schlucken einiges weg, auch wenn man in der Höhe eigentlich nicht so schwer beladen soll. Aber ein paar Klamotten gehen da schon rein.